So, erstmal noch mal kurz ein Schlückchen Wasser und dann sage ich noch mal was. Und zwar ein Hallo in die Runde. Wir sind Vibes of Five. Und das eben gerade die Songs, die wir gespielt haben, das waren auch passenderweise direkt die ersten beiden Songs, die wir jemals in dieser Gruppierung hier zusammen geschrieben hatten. Heart of Stone und Pieces. Ich würde sagen, ich halte es ganz kurz und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Song, Open Flames. Viel Spaß. Open flames.
Spaß, das Liedchen. mit dem nächsten Song, mit dem wir gleich weitermachen werden, wird es ein bisschen dramatischer, ein bisschen melodramatischer von der Stimmung. Ein Song, der aus einer sehr, sehr intensiven Wut heraus entstanden ist bei mir, als ich den Songtext damals geschrieben habe. Mind Tricks. Ja, ja doch, ich werde auch mal wütend, das kann auch mal vorkommen. Ja, und dann passiert sowas wie halt dieser Song. Also viel Spaß mit Mind Tricks. I'll make the iris speak in the way you're acting, you're wearing the mask of who you want to be seen as. I can guess what you wanted is fires. You speak your truth by telling lies, testing people to chosen high. You wanna play me out, just try.
see the thrill of this game. It's not who you lie when you attempt to forget. But others can guess what's underneath your surface. You wanna play my tricks, but run with my thoughts. Do you really think I can generalize yourself? What won't be manipulated by you or anyone else? Oh!
trockenen Mund am Ende gehabt. Danke sehr. Prost erstmal. Ja, es wird langsam warm hier oben auf der Bühne, also hier unten auf der Bühne. Und leider, leider kommen wir auch schon zum letzten Lied, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Aber der letzte Song, der macht sehr viel Spaß. Also das ist, glaube ich, ein Ende mit Krach. Das sollte ein gutes Ende sein. Zu dem Song, den wir gleich spielen werden, namens What a Mess, gibt es auch ein kleines Musikvideo, ein Lyric-Video auf unserem YouTube-Kanal. Also, nochmal kurz atmen. Es lohnt sich, Vibes of Five bei Google einzugeben und sich einfach mal durchzuklicken. Ja, es kommt sofort alles Mögliche von uns. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem letzten Song. Give me headache, making me sick. This dance on a
Spaß gemacht, danke. Wir sind Newcomer TV und Virus Musikradio in Zusammenarbeit mit der Portstraße Jugend und Kultur. Haben wir hier seit vielen, vielen Jahren eine Plattform am Fuße des Taunus, um Newcomer-Bands, mittelprofessionelle und auch ganz professionelle, unterschiedlichen Alters die Möglichkeit zu geben, also den Bands und den Musikern und Musikerinnen hier in dieser wunderbaren Portstraße Jugend und Kultur ein Konzert zu geben. Und an meiner Seite ist die fantastische Jessica. Hallo. Hallöchen. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Und wir hatten, bevor ich anfange, in die Historie deiner wunderbaren Band einzusteigen, wir machen ja täglich Virus Musikradio auf Radio X hier in Frankfurt und haben da eine Sendung, die nennt sich Hart und Heftig für eine Handvoll Metal und haben uns im letzten Monat mit der Frage beschäftigt, Frauen in härterer Musik, also im Metal oder im Hardrock. Ist das ein Klischee immer noch, dass es eine Männerdomain ist? Oder ist das mittlerweile auch so, dass wahnsinnig viele Musiker und Musikerinnen, also Musikerinnen meine ich jetzt, auch in Metal-Bands oder in Hardrock-Bands spielen? Wie siehst du das? Ich finde es gar nicht mal so eine krasse Männerdomain. Also ich kenne auch recht viele Sängerinnen, die aktiv sind in Rock- und Metal-Bands. Also und ich habe auch den Eindruck, dass es immer mehr auch am Kommen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber auch wenn man zurückdenkt, also es gibt ja auch schon vor 20, 30 Jahren auch ganz große. Das stimmt, aber man hat immer im Publikum die leicht angetrunkenen, von innen behaarten Männern in Jeansjacken, die da sich um die wenigen Frauen balzen, die dort sind. Ach, wobei im Publikum, da gibt es glaube ich auch genügend betrunkene Damen, die sich auch dann dem Ganzen freuen. Wie bist du denn in diese Musik? Also wie hast du sozusagen den Einstieg, die Inspiration zum Hardrock gefunden? Wie ist das bei dir angefangen? Das war so ein ganz schleichender Prozess, würde ich sagen. Also erst hast du Heino gehört und Helene Fischer und plötzlich bist du morgens aufgewacht und hast dann, was weiß ich, Doro Pesch oder irgendwas gehört. Das angefangen hat es nicht mit Heino, aber mit Vanilla Ninja, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war in der Grundschule. Mein ganzes Zimmer war damit gepflastert. Und das ist direkt fließend übergegangen in The Rasmus und Him damals. Wow. Und von da, und Avril Lavigne war ich auch voll noch die Generation. Und als ich in der Grundschule war, war das voll mein Ding. Und genau, von da an bin ich dann irgendwann über die Musikschule auch, fing ich an in Bands dann aktiv zu singen. Und da wurde der Geschmack dann immer breit gefächert. Da habe ich dann auch die ersten Kontakte mit, ich glaube, System of a Down war es bei mir tatsächlich, was so das erste war, was mich total geflasht hatte aus dem Bereich Metal. Ja. Da bin ich auch sehr dankbar, dass Marc Bignard hat mich damals damit vertraut gemacht gehabt. Er hat mich auch in die Bands mit reingebracht bei der Musikschule. Dann habe ich gelesen, du hast in einer Musiker-WG gewohnt und auf einem Festival dann die Jungs von Wipes of Five kennengelernt. Also warst nicht von Anfang an dabei, sondern du bist sozusagen auf einem Festival beim Wein- und Met-Trinken gecastet worden. Jein, so halb. Also das war so, Musiker-WG stimmt voll und ganz. Ich war mit dem Marc, unserem Schlagzeuger, gemeinsam in der WG. Und der Marc, der wurde auf dem Festival kennengelernt von den anderen. Ah, okay, du warst gar nicht dabei bei diesem magischen Treffen. Nee, ich weiß gar nicht, was ich an dem Tag gemacht habe, aber da war ich leider nicht dabei. Okay. Und die kannten sich auch noch so ein kleines bisschen von früher, vom Sehen. Und Sebastian und Holger, unsere beiden Gitarristen, die hatten zu dem Zeitpunkt schon den Plan, dass sie eine Band gründen wollen und haben sich dann sehr gefreut, den Marc dort zu treffen. Das auch über Verwandtschaft und Verschwägerung so ein bisschen hat man sich hintenrum gekannt. Ja. Und Marc hat mich mit ins Boot geholt. Und das war 2018, wo Vibes of Five, glaube ich, wenn ich mich nicht falsch informiert habe, haben sich dort zusammengefunden, waren zuerst eigentlich eine Coverband und dann irgendwann, vielleicht sogar spätestens seitdem du dabei bist, hat man sich überlegt, nee, wir brauchen auch eigenes Material und dann habt ihr angefangen zu komponieren. Schreibst du die ganzen Texte oder bist du auch musikalisch, also kompositorisch beteiligt? Ich bin eher für Songwriting und dann den Gesang, also die ganzen Melodien und das Arrangement auch dann, wenn wir ins Studio gehen, Backing Vocals damit aufgenommen werden und arrangiert werden, das ist eher so mein Ding. Und das Instrumentale, das überlasse ich vollkommen den Jungs. Wie entstehen denn bei euch die Songs? Entstehen die im Proberaum, im Gemeinschaftsprozess oder kommt einer der Gitarristen und hat gesagt, hier, ich habe ein geiles Lick, lass uns mal dran arbeiten. Wie funktioniert denn das bei euch?
unterschiedlich, aber wir haben schon ein relativ festes Schema auch für uns gefunden, das sich bewährt. Und zwar Holger Wenk, unser einer Gitarrist, wird dann hier mit den langen Zotteln. Genau. Er hat eigentlich meistens so die Ursprungsidee und vor allem auch in der letzten Zeit kommt er immer häufiger auf mit richtig fertigen Liedern, die dann von uns noch angepasst und noch ergänzt und erweitert werden, aber schon wo eine gute Struktur auch aufgebaut ist mit sehr vielen unterschiedlichen Parts. Also da ist Holger eigentlich für uns so ein bisschen das Musikgenie, das da im Hintergrund steckt. Und wir haben es aber auch schon gehabt, dass wir uns, weiß nicht, entweder Holger und ich uns getroffen haben zum Jam oder der Sebastian hat jetzt auch schon ein Lied mit rangebracht. Spielst du ein Instrument? Also, mehr schlecht als recht. So also mich Klavier. Will man nicht ja, aber mehr gedacht, schlecht als recht. Ich habe gedacht, zu dir würde auf jeden Fall Klavier passen. Ja, ja. Und so, also für die Chords, für die Harmonien, auch manchmal für die Stimmübungen, weil du hast ja gesagt, du hast Gesangs gelernt. Genau. Das heißt, du bist immer noch am Feilen und am Machen, dass du die 7 oder 8 Oktaven lässig schaffst mit deiner Stimme. Das stimmt, da habe ich noch ein bisschen was zum Erarbeiten. Also die Ziele, die sind da noch hochgesteckt. Aktuelles Album. Seid ihr dabei? Habt ihr was veröffentlicht in der letzten Zeit? Weil das konnte ich irgendwie nicht finden. Also, oder seid ihr sogar im Augenblick mit einer EP unterwegs? Wir sind gerade dabei, alles Stück für Stück so ein bisschen zu veröffentlichen. Also wir haben eine EP momentan, die nennt sich Recipe. Und die Songs auf der EP sind in 2 unterschiedlichen Musikstudios entstanden. Einmal LFT-Studio bei Marc Bignard und Sound Seducer Studios beim René Ritzmann. Und dort haben wir uns entschieden, die ganzen Songs als Single-Auskopplungen nach und nach rauszubringen. Auch zeitgemäß. Kaum jemand hört sich noch ein Album an, oder? Ja, das stimmt. Das passt eigentlich auch ganz gut. Und es bietet sich dann auch an, so ein kleines Gimmick damit dann zu veröffentlichen. Also den Kuschelbär oder das essbare Cover. Oh, das ist eine gute Idee, ein essbares Auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall also auch schon als, das ist jetzt nicht meine Idee. Seid ihr mit dem Label in Kontakt oder macht ihr alles selbst? Management, Veröffentlichung, alles selbst? Ja, eher Zweiteres, komplett alles selbst. Wir haben sogar Musikvideos komplett selbst gedreht und selbst geschnitten, ohne extra Kamera. Wobei, doch, bei dem mit Nora Zang, da hatten wir noch eine Person, Gott sei Dank, dabei, die so ein bisschen die Kameraführung übernommen hatte. Ansonsten, das heißt, die Aufgaben sind in der Band quer verteilt. Du machst wahrscheinlich, schätze ich mal, die Managerin und hältst das alles zusammen? Ach, ich glaube, jeder von uns hält so ein bisschen zusammen. Also was ich so ein bisschen mache, ist schon so Orga-Zeugs gerne. Und Bandbewerbungswellen schicke ich da meistens raus. Also der und Kontakt so. Mit den Veranstaltern und so und der Briefwechsel. Das, wobei wir uns da auch aufgesplittet haben. Meistens ist es so, dass ich dann so große Bandbewerbungswellen rausschicke und dann den Kontakt halten. Da läuft es dann auf die Plattform drauf an. Also über Mail ist dann Jörn, unser Bassist, im Kontakt und über Facebook und sowas, da bin ich dann weiterhin im Kontakt. 2020 habe ich gelesen, entweder während der Corona-Zeit, wo alles angefangen habt, oder kurz davor, ich weiß es nicht, habt ihr Preise abgeräumt beim Deutschen Rockmusikerverband. Wie war das? War das aufregend? Ich glaube, das ist in Wiesbaden, dann in dieser riesigen Halle findet das immer statt? Oder genau, also es hätte eigentlich in dieser wunderbaren großen Halle stattgefunden, worauf wir uns auch, also das war einer der Gründe, weswegen wir da auch unbedingt mitmachen wollten, wegen diesem geilen Gig am Ende. Wie heißt die Rhein-Main-Halle oder wie heißt die? Oder ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das nicht im Kopf. Aber stehe ich gerade auch im Schlauch, weiß ich nicht genau, aber es ist eine coole Location auf jeden Fall und halt auch eine einmalige Chance, mit so vielen coolen Musikern dann auch dort auf der Bühne zu stehen. Und dann war das online alles? Fand wegen Corona gar keine Veranstaltung leider statt. Das war dann ein reines Jury-Voting oder was mit Online-Fan bemusste, also beziehungsweise so Punkte verteilen über die Fans oder wie? Also so wie ich es verstanden habe, ist es ein reines Jury-Voting gewesen, aber mit einer recht großen Jury und es gibt auch mehrere zweite Plätze, mehrere erste Plätze, mehrere dritte Plätze. Wir haben mit 2 unseren Songs jeweils den 2. Platz belegt gehabt. Einmal beste Hardrock-Band und einmal beste Rockband. Wie fühlt man sich dann als beste Hardrock-Band von Deutschland?
Eigentlich so wie vorher auch. Wir haben uns natürlich sehr gefreut. Also das ist schon was Schönes, also auch eine tolle Wertschätzung, sowas zurückzubekommen. Hat man da einen Pokal im Proberaum stehen oder kriegt man da einen Pokal oder wie ist das? Oder nur eine Urkunde? Eine Urkunde. Okay. Haben wir. Für beide Songs haben wir eine schöne Urkunde. Da haben wir auch irgendwann mal auf Facebook, wenn man da runterscrollt, sieht man, glaube ich, auch die eingescannten Urkunden. Hilft einem dieses Voting, also beste Hardrock-Band in Deutschland zu sein, beim Finden von Gigs? Also macht es einen da leichter oder ist es eigentlich nur ein Gimmick in der Vita? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wahrscheinlich ist es eher einfach ein Gimmick, weil es gibt so viele geile Bands da draußen und jede Band hat auch irgendwas Besonderes, was sie vorweisen kann. Und ich finde, Titel sagen jetzt auch nicht alles aus. Also dementsprechend, ich glaube, das ist eher einfach ein kleines extra Gimmick. Wie hat für dich als Texteschreiberin, als Songschreiberin die Pandemie Einfluss genommen auf deine, auf deine Kunst, Wörter, also Gedanken in Worte zu fassen? Hat das Einfluss gehabt oder nicht so? Habe ich mir noch gar keine richtigen Gedanken drüber gemacht gehabt. Es hätte ja sein können, dass du mal einen Text geschrieben hast, wo du so diese Thematik der Isolation oder des plötzlichen Alleinseins und man weiß nicht, wann man wieder rauskommt, Gefangenschaft auf endlos oder was weiß ich. Es gibt ja tausend symbolische Orte, die man textlich sozusagen beschreiben kann und man meint eigentlich die Pandemie damit. Also tatsächlich habe ich das noch gar nicht so aufgegriffen gehabt. Ich habe das jetzt nicht als Schreibimpuls für mich gespürt gehabt. Also für mich ist es meistens, ich brauche irgendein Gefühl heraus, aus dem ich dann schreibe. Du singst und ja mit unglaublich viel Energie und mit viel Körpereinsatz. Habe ich gerade beim Soundcheck schon gesehen. Finde ich ganz geil. Danke also sehr. Ist das auch eine Art, deine Texte, also die Thematik in deinen Texten, die Themen rüberzubringen? Ist das was Körperliches? Das heißt, wovon handeln deine Texte, wenn du sie schreibst? Da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so die eine perfekte Antwort darauf. Also die Texte, die sind sehr breit gefächert von den Inhalten. Manchmal ist es eine Situation, die mir noch durch den Kopf ging, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss die erstmal für mich neu ordnen und dann schreibe ich einfach alle Gedanken zu der Situation aus mir heraus. Manchmal ist es ein Gefühl, entweder ein positives Gefühl oder ein negatives Gefühl, das ich nicht so 100% greifen kann und dann versuche ich daraus heraus, also aus dem Filterungsprozess dann also zu schreiben. Eher autobiografisch? Schon zu einem großen Teil autobiografisch. Früher habe ich nie autobiografisch geschrieben, das ist erst über die letzten Jahre gekommen, aber mittlerweile gehe ich da gar nicht mehr von weg eigentlich, von biografischen Elementen, weil für mich das Schreiben auch was Heilendes hat in großen Aspekten und ich glaube, das merkt man dann auch teils, wenn man die Songs dann spielt und präsentiert. Und Gesang ist das ist ein Körperinstrument. Also da ohne Lockerheit, da hört sich's auch verkrampft an und Lockerheit kriegt man auch am besten durch Bewegung. Also es gibt ja Songschreiber und gerade im Hardrock- und Metal-Bereich, die dann fiktive Mythen und Märchen und in der Sagenwelt und so verschwinden oder es ist dann die Horrorwelt. Spielen solche Themen für dich auch manchmal eine Rolle in Stücken, dass du irgendwie die Hörer und Hörerinnen mit nach Nimmerland nimmst? Oder das eher seltener, aber ich male gerne Bilder, Vergleichsbilder. Gerade wenn ich das Gefühl habe, es gibt jetzt nicht dieses eine perfekte Wort, das es irgendwie auf den Punkt bringt, dann versuche ich eine Szenerie aufzubauen, die das Wort ausdrücken könnte. Also da muss ich jetzt an Bored Mess denken. Das ist eigentlich ein Song, der nur auf Metaphern aufgebaut ist und Vergleichen und eigentlich als Grundthema das Thema Gedankenkreisen und etwas Nagendes, was nicht von einem loslässt hat. Genau. Letzte Frage. Wir sind im Frühjahr des Jahres 2022 und ein wahnsinniger Sommer liegt vor uns mit unglaublichen vielen Open Airs und Gartenkonzerten und so. Gibt es irgendwelche Orte, wo man euch schon sehen kann in der Zukunft? Könntest du irgendwie so ein paar Gigs raushauen da in die Kamera? Doch, das kann ich tatsächlich, was mich auch sehr, sehr freut. Und zwar, also was ich direkt im Kopf habe, ist im Mai, am 15. Mai, da spielen wir beim Social Run. Das ist auch hoffentlich dann mit gutem Wetter draußen an der frischen Luft. Und beim Bayersröder Hof ist das eine Veranstaltung für einen guten Zweck.
Und im Mai geht es dann auch direkt weiter, kurz darauf. Ich meine, am 21. haben wir nochmal einen Gig in der Goldenen Krone. Sehr guter Ort. Dann Juni und Juli stehen auch schon Gigs. Da kommen dann auch die ersten Open Airs mit rein. Ja. Also ich meine, ein Open Air in Babenhausen, wo ich glaube der 10.6., aber da müsste ich selbst nochmal bei Social Media gucken. Ihr habt eine Homepage, habt ihr eine Domain oder seid ihr nur bei Facebook und Instagram? Eigentlich alles, außer TikTok, das fehlt noch. Aber das ansonsten heißt, Vibes of Five eingeben in die Suchmaschine eurer Wahl und dann wird man direkt auf eure Seite geleitet und da findet man im Prinzip die ganzen Konzerte. Genau, da findet man alles. Also wir haben Homepage, Facebook, WhatsApp sage ich schon, Instagram meine ich. Yeah. Und auch YouTube und natürlich auch auf allen anderen Plattformen wie Spotify und so.